So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Mir ist da gerade was eingefallen. Ich muss mal mit Gulliver reden. Wenn wir Fußspuren von Esther gefunden haben und von einem Werwolf und da ein Paladin gewesen sein soll und wir aber keine Fußspuren vom Paladin gefunden haben, dann wird es wirklich so sein, dass Munkus das war, sich wieder zurück in Timmy verwandelt hat, nachdem er alle erschreckt hat und Esther und der Werwolf dann abgehauen sind. Vor dem Paladin. Gulliver? Wie können wir dir helfen? Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Gut, das hat also doch nicht geholfen. Na gut, dann war es umsonst. Aber wir machen ja einiges umsonst. Das ist nicht unbedingt das Problem. Wir sind also im Wald angekommen. Gehen wir erstmal nach links. Immer schön von links nach rechts. Eieiei. Dann gehen wir jetzt nach rechts. Hoch? Irgendetwas ist hier im Busch. Etwas Großes. Es ist der Busch? Ich kann nicht erkennen, was es ist. Könnte Esther sein. Genauso gut aber auch ein Werwolf oder ein anderes Waldmonster. Na dann, guck doch mal rein. Ich kann mich doch unmöglich vor den Busch stellen und dann einfach die Äste auseinanderdrücken. Was, wenn mich ein sprungbereiter Werwolf erwartet? Naja, dann tut er das halt. Ist da noch was? Nee. Glühendes Moos. Dann hau mit der Axt drauf. Also gut. Ich werde mich schlagbereit machen und... Hallo? Ist da jemand? Oh, hallo, kleiner Mann. Wer oder was bist du denn? Darf ich fragen, was Sie hier tun? Sie sehen nicht wie eine Pilzsammlerin aus. Ha, das möchte ich hoffen. Ich bin auf dem Weg zu meinem Verlobten. Er wohnt hier im Düsterwald in einem prächtigen Schloss. So hat er mir zumindest geschrieben. Das Gewitter hat mich überrascht und plötzlich stand diese alte hässliche Frau mitten auf dem Weg. Sie hob einen knöchrigen Finger, deutete auf mich und zeigte ein zahnloses Lächeln. Ich muss einen Augenblick unachtsam gewesen sein. Mein Rappe warf mich ab und lief in den Wald mit all meinen Sachen. Das klingt fürchterlich. Das ist es. Ich treffe meinen Verlobten und habe nichts anzuziehen. Die alte Frau auf dem Weg klingt so, als könnte es eine Hexe gewesen sein. Ja, vielleicht. Sie war ganz alt und schrumpelig und hässlich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ein weiterer Gegner, auf den wir uns einstellen müssen. Gegner? Kämpft ihr Waldwichtel gegen diese Gestalten? Ich bin ein Gnom, kein Wichtel. Und ich komme aus den Bergen. Ich werde zumindest dankbar sein, wenn ich dieses Gesicht nie wiedersehen muss. Hey, wenn du ein Waldwichtel bist und sowieso die ganze Zeit hier herumwichtelst, dann kannst du ja vielleicht meine verloren gegangene Kleidung finden. Ich zahle gut. Naja, mal sehen. Genau, mal sehen, was sich machen lässt. Mein Name ist Wilbur, aber sagen Sie, haben Sie hier im Wald vielleicht einen weiblichen Zombie, eine Ratte, einen Ritter, einen Werwolf oder einen kopflosen Reiter gesehen? Du meine Güte! Nein, ich befürchte nicht. Oder zum Glück nicht. Kennen Sie den Weg zum Schloss? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich kenne den Weg nicht. Vladi hat mir geschrieben, ich solle mir im Dorf einen Führer suchen. Der Weg durch die Berge sei sehr gefährlich. Vladi? Ihr Verlobter? Der Graf. Wie ist er so? Er ist toll. Sehr reich und sehr alt. Ich kann es kaum erwarten, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sind mit ihm verlobt, haben ihn aber noch nie getroffen? Warum zögern und riskieren, dass ihn mir eine andere wegschnappt? Das kommt mir so bekannt vor. Real Life lässt grüßen. Hier im Wald ist es zu gefährlich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Dorf. Ausgezeichnet. Wo geht's lang? Hier. Oder Moment, nein. Hier. Oder, ach, folgen Sie mir einfach.
Stunden später. Ich habe es schon Ihrem jungen Freund gesagt. Ich setze keinen Fuß vor die Tür, solange der kopflose Reiter frei herumläuft. Können Sie dann wenigstens eine Nachricht zum Schloss schicken, dass Vladi mich hier abholen soll? Ich wüsste nicht wie. Ich befürchte, Sie müssen sich gedulden, bis der Kopfgeldjäger mit guten Nachrichten zurückkehrt. Seien Sie mein Gast. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Danke, dass du sie hergebracht hast. Ich meine, wirklich danke. Gern geschehen. Was soll denn das jetzt? Bürgermeisterchen. Hallo. Ja? Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend. Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Ja, nicht wirklich, aber schön. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Ich dachte eigentlich, sie könnten mir ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolch? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf? Nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. So eine leichte Armbrust,
Was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Ja. Silberbolzen habe ich allerdings keine. Ich soll also 10 Wolfspelze abliefern und bekomme dafür eine Armbrust, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann? Richtig. Und während du die Pelze besorgst, wirst du wertvolle Erfahrung sammeln, die dich zu einem besseren Helden macht. Aber es wird ewig dauern, 10 Wölfe zu finden. Und ihnen die Felle über die Ohren ziehen möchte ich erst recht nicht. Die brauchen sie doch. 10 Felle für eine Armbrust. Das ist die Quest. Wenn du willst, kann ich mir schnell eine Hintergrundgeschichte dafür überlegen. Kein Interesse. Meine Freunde oben am Lagerfeuer. Kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich. Nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Also schön. Dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot. Sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Naja, aber sind sie da nicht auch anständig? Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ich hoffe es auch. Können wir das nicht... Ein altes, sagen wir mal großzügig, weißes Bettlaken. Ja, können wir das nicht überwerfen und ihn erschrecken oder so? Ein zwergischer Steinbecher. Der Sand. Die Axt. Nein. Und der Bolzen auch nicht. Gut. Gehen wir also raus. Wieder in den Wald, oder wie? Sieht wohl so aus. Wir werden wahrscheinlich niemals irgendwie an diese 10 Wolfspelze kommen. Schauen wir mal hier entlang. Der Wald ist hier schon unheimlich genug, aber da wird er noch gruseliger. Ich wette, das böse Herz des Waldes liegt irgendwo dort in der Richtung. Bestimmt, bestimmt. Geh nochmal zurück, ich will mir nochmal das Moos angucken, das hier war. Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut. Aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Womit er natürlich recht haben könnte. Wenn Timmy und Esther von den Monstern erwischt wurden, sind sie vermutlich dorthin gebracht worden. Auf, Wilbur. Ja, ja. Zumindest der Werwolf scheint da zu sein. Sehr gut. Er will nicht. Richtig, richtig. Der Werwolf ist da im tiefen Wald. Und wo der Werwolf ist, könnten auch meine Freunde sein. Also auf. Er will also nicht, nein. Okay. Ich will den beiden ja helfen, aber da ist ein Werwolf und ich bin unbewaffnet. Es bringt einfach nichts, wenn ich mich zerfleischen lasse. Damit wäre niemandem geholfen. Naja, bis auf den Werwolf vielleicht. Ich brauche eine Waffe, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Okay, wir brauchen also eine Waffe. Wie wär's mit einer Armbrust? Gott, wo sind wir denn nun? Wieder nach links. Oh, hier waren wir schon mal. Wieder nach links. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier war das Beil. Was ist hier unten? Können wir auch hier unten lang? Ja, können wir. Wir können auch da oben lang. Oder wieder nach rechts. Oh, ein Steinkopf.
Diese Steinköpfe findet man überall in Aventasien. Sie sind uralt und niemand weiß, wer sie erschaffen hat. Aber auch hier ist nichts weiter. Nein, wir müssen irgendwie wieder zurückfinden. Also. Nee, geh noch mal hoch. Ach so, war doch richtig. Dann kommst du da raus, gehst da lang. Gehst da hoch. Das ist wieder der Steinkopf. Dann gehst du da lang. Nee. Hm. Der Wald war also nicht nur eine Holzquelle für die Dorfbewohner. Sie haben auch Lehm abgebaut. Ob die Dorfbewohner zu tief gegraben und dabei einen Schrecken aus der Urzeit geweckt haben? Hm. Wenn, muss der Schrecken ganz dicht an der Oberfläche geschlafen haben. Ja, denn so tief sieht das nicht aus. Schwer zu sagen, was den Brennofen zerstört hat. Könnten Zeit, Wind und Regen gewesen sein. Vielleicht aber auch Tiere oder andere Dinge. Andere Dinge? Nee, da ist was, ein Lehmklumpen. Ich sollte selbst mit bloßen Händen einen ordentlichen Lehmklumpen lösen können. Ja, kein Problem. Gut, Lehm haben wir. Wie es aussieht, wird hier schon seit Jahren kein Lehm mehr abgebaut. Und der Regen wird dafür sorgen, dass hier in ein paar Jahren nicht mehr viel zu sehen sein wird. Höchstwahrscheinlich. Gut, das ist alles also durch. Hier ist noch eine Presse. Sieht aus wie eine Art Presse. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit die Lehmziegel in Form gepresst wurden. Hm, das Scharnier ist verrostet. Wenn ich die Presse mit Gewalt betätige, könnte sie kaputt gehen. Besser, ich repariere sie erst. Wir sollen die Presse reparieren. Mit Sand wird das nichts. Ein zwergischer Becher nützt uns auch nichts. Der Lehmklumpen wird nichts. Und mit der Axt können wir da garantiert nichts reparieren. Gut, hat sich erledigt. Ich schätze, früher wurden die Ziegel direkt hier im Wald gebrannt. Macht ja auch Sinn. Nicht nur, dass man hier ausreichend Feuerholz hat. Der Lehm ist sehr feucht und beim Brennen verliert er viel Gewicht. Warum sollte man all das Wasser ins Dorf schleppen, nur um es da verdampfen zu lassen? Richtig. Nimm mal die Presse mit. Sehr gut. Kaputte Presse. Können wir nicht so reparieren. Und mehr ist hier auch nicht. Gut, dann können wir wieder gehen. Hä? Da waren wir doch auch schon mal. Gehen wir mal hier weiter. Warte mal, eigentlich hätte hier jetzt der Baumstumpf sein müssen. Oder kam der erst später? Hier waren wir auch schon mal. Eieieiei.